Dieses Video soll Ihnen dabei helfen, Bitcoin zu verstehen. Worum handelt es sich bei dem BitClub-Netzwerk? Man könnte sich stundenlang damit befassen, aber wir werden Ihnen die Grundzüge in nur wenigen Minuten erklären. Das Allerwichtigste ist, Sie mit Bitcoin vertraut zu machen. Was ist Bitcoin also? Bitcoin ist die erste digitale, dezentralisierte, kryptografische Währung weltweit. Bitcoin benutzt das Internet, um Geld oder andere Werte direkt von einer Person zur anderen zu schicken. Überall auf der Welt. Und dies ohne zentralisierte Entitäten, wie zum Beispiel eine Bank, PayPal oder Western Union zu benutzen. All dies geschieht auf völlig sichere Weise, anonym, superschnell und weltweit. Jeder kann Bitcoin verwenden. Es gibt keine Qualifikationen, grundsätzlich keine Gebühren, keine Rückbuchungen und keine Grenzen. Dies ist die wahre Zukunft des Geldes. Wer benutzt und akzeptiert Bitcoin also? Tatsächlich gibt es Millionen Menschen, die Bitcoin verwenden. Und sie können Bitcoin benutzen, um fast alles Denkbare einzukaufen. 100.000 Geschäfte akzeptieren Bitcoin bereits. Damit können sie ihr Flugzeugticket, Hotelzimmer, Elektroartikel, Autos, Kaffee und alles weitere bezahlen. Wenn Sie daran interessiert sind, können wir Ihnen zeigen, wie Sie Bitcoin erhalten. Ein weiterer großer Markt, auf den Bitcoin einwirkt, ist Überweisungen oder anders ausgedrückt Geld, das Freunden oder Familienmitgliedern von einem Staat zum anderen und einem Land zum anderen geschickt wird. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass weltweit jährlich 600 Billionen Dollar und 1 Trillion Dollar verschickt werden. Bisher waren wir nur daran gewöhnt, solche Angelegenheiten mit Hilfe von Banken, PayPal und Organisationen wie Western Union zu erledigen. All diese Unternehmen sind gebührenpflichtig und wir müssen ihnen vertrauen. Western Union, MoneyGram und andere Unternehmen verlangen 5% bis zu 30%. Im Durchschnitt sind es 10% weltweit. Das heißt, wir sprechen von Gebühren in Höhe von 60 Billionen Dollar bis zu 100 Billionen Dollar pro Jahr. Mit Bitcoin erhält jeder Zugang ohne eine erforderliche Zustimmung. Typischerweise betragen die Gebühren für eine Bitcoin-Transaktion ca. 2,5 Cent. Das ist eine absolute Spielwende. Die meisten unter uns wissen nicht, dass nur rund 1,5 Billionen Menschen über ein Bankkonto oder eine Visa oder Mastercard verfügen. Damit haben 5,5 Billionen Menschen keinen Zugang zu jeglicher Form des Bankwesens. All ihr Vermögen befindet sich zu Hause. Bei Raub, Feuer, Flut, Taifun oder ähnliches verliert man dann alles. Wussten Sie übrigens, dass mehr Menschen über ein Handy verfügen als fließendes Wasser und Elektrizität im Haus? Jene haben keine Chance, ihr Vermögen zu schützen. Weder haben sie die Möglichkeit, ihre Geschäfte online abzuwickeln. Nun ist dies jedoch möglich mit Bitcoin. Da Bitcoin nicht von einer Person, einer Regierung oder einer Firma kontrolliert wird, gibt es keine zentrale Entität, die Bitcoin leitet. Aber wer kontrolliert Bitcoin? Tatsächlich wird Bitcoin von Tausenden, die über spezialisierte Computer verfügen und das Netzwerk bilden, instand gehalten. Darüber hinaus sichern diese das Netzwerk und verifizieren die Transaktionen. Dies nennt sich Mining. Im Durchschnitt wird alle 10 Minuten ein neuer Bitcoin-Block kreiert und jemand überreicht, was sich Mining nennt. Zu Beginn waren es 50 Bitcoins, die alle 10 Minuten kreiert wurden. Nach 120.000 Blocks, was ca. 4 Jahre dauerte, fiel die Anzahl auf 25 neue Bitcoins pro Block. Nach 210.000 Blocks, was ca. Ende Juli des Jahres 2016 der Fall sein wird, fallen die Bitcoins auf 12,5 pro Block. Diese Halbierung wird sich alle 4 Jahre über die nächsten 125 Jahre bis 2140 fortsetzen. Dann wird es ca. 21 Millionen Bitcoins geben und die Produktion wird terminiert werden. Von daher wird Bitcoin immer eine Seltenheit sein. Bitcoin wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto eingeführt. Als es startete, war es wertlos. Dies lag nicht am Geld, sondern daran, Menschen davon überzeugen zu müssen, dass man eine Transaktion ohne eine dritte Partei durchführen kann und dass man eine dezentralisierte Form des Geldes schaffen, die jeder weltweit ohne Gebühren nutzen kann. Zu dieser Zeit waren nur wenige in Bitcoin engagiert. Alle 10 Minuten sammelten sie neue Bitcoins. Dann, am 22. Mai 2010, geschah die erste Transaktion. 10.000 Bitcoins wurden für eine Pizza geboten. Als dies passierte, gewann Bitcoin auf einmal an Wert. Dann startete die Nachfrage und mehr Leute wollten sich Bitcoin zulegen. Dennoch wollten diejenigen, die bereits über Bitcoin verfügten, diese nicht so billig verkaufen.
Vergessen Sie nicht, dass Bitcoin so rar wie Gold ist. Folglich wurde mehr Geld für den Kauf geboten. Tatsächlich dauerte es über 1,5 Jahre, bis die Bitcoin-Idee 10 Cent pro Bitcoin wert war. Nun, bis zum Dreh dieses Videos sind 5 Jahre vergangen und der Preis stieg von 10 Cent auf $240 an. Das ist das 2400-fache. Falls Sie vor 5 Jahren Bitcoins für $1 erworben hätten, würden Sie nun über $2400 verfügen. Wenn Sie $100 gekauft hätten, würden Sie $240.000 haben. Über die letzten 5 Jahre hinweg war Bitcoin die beste Investition weltweit, die uns bekannt ist. Viele denken, solche Tage sind vorbei, aber das ist verkehrt. Hier ist der Grund dafür. Zurzeit gibt es nur 10 Millionen Leute, die über eine Bitcoin-Börse verfügen. Wir sprechen über eine Technologie, die mit Billionen von Nutzern das Potenzial hat, größer als das Internet zu werden. Das Internet wird von allen benutzt, da es einfach ist. Vor 25 Jahren war es noch ziemlich kompliziert. Doch nun gibt es tausende Unternehmen wie zum Beispiel Google, YouTube, Facebook und Gmail, die die Benutzung vereinfachen. Billionen haben in diese Unternehmen investiert. Dasselbe gilt für Bitcoin. Vor 5 oder 6 Jahren war es sehr kompliziert, Bitcoin zu benutzen. Aber nun gibt es 1000 Firmen weltweit, die die Bedienung vereinfachen. Die schlauesten und reichsten Menschen der Welt investieren $100 Millionen in Bitcoin-Unternehmen, um es den Massen zugänglicher zu machen. Von daher befinden wir uns erst zu Beginn der Bitcoin-Revolution. Innerhalb der letzten Jahre wurden $100 Millionen in Bitcoin-Startup-Unternehmen investiert. 2012 waren es $2 Millionen. 2013 $95 Millionen, 2014 $361 Millionen und bis September 2015 $456 Millionen. Das sind über $900 Millionen innerhalb der letzten 3 Jahre. Dies sind nur Beispiele der Personen und Firmen, die in Bitcoin-Unternehmen investieren. Bill Gates, Sir Richard Branson, die New Yorker Börse, Goldman Sachs, USAA Bank, die PayPal-Gründer, eBay und Google. Die MIT-Universität ist ebenfalls sehr bei Bitcoin und der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie engagiert. Und hier ist nun, wo sich die Magie abspielt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine gewisse Nachfrage für Gold und dass an genau diesem Monat Gold gefördert wird. Am nächsten Monat ist die Nachfrage dieselbe, aber es wird weniger gefördert. Der Preis würde schlagartig ansteigen. Hier ist eine Abbildung der täglichen Transaktionen. Dies demonstriert die Nachfrage und die Zukunft von Bitcoin. Die Nachfrage wird weiterhin ansteigen, dennoch wird die Anzahl neuer Anbieter sinken. Natürlich bedeutet dies einen Preisanstieg mit der Zeit. Bisher wurden über 14 Millionen Bitcoins mit einem Wert von $3,5 Billionen kreiert. Die ganze Summe würde in Leute, die sich für Bitcoin-Mining engagiert haben, investiert und dies wird nicht aufhören. Hier ist der Grund, weshalb Leute dem BitClub-Netzwerk beitreten. Die meisten schlauen Reichen, die hunderte Millionen Dollars investiert haben, gehen davon aus, dass der Preis per Bitcoin über die nächsten 3 Jahre auf über $10.000 ansteigen wird. Jeder glaubt daran, eine ausgezeichnete Investition zu machen, wenn man sich nur Bitcoin kauft und 3 Jahre abwartet. Denken Sie nur daran, dass der Wert innerhalb der letzten 5 Jahre auf 2700 angestiegen ist. Dabei beträgt der Faktor nur 41 bei einem Anstieg von $240 auf $10.000. Falls Sie mehr tun, als nur den BitClub-Netzwerk-Mining-Pool beizutreten und 3 Jahre lang auf Ihren Bitcoins zu ruhen, werden Sie wahrscheinlich 2 bis 8 Mal so viele Bitcoins haben. Sagen wir mal, Sie wollen 15,5 Bitcoins als Investition kaufen und der Preis steigt auf $10.000 an. Dann würden Sie aus $3.600 $155.000 machen. Falls Sie aber dieselbe Anzahl an Bitcoins nehmen und in Mining investieren, dann könnten Sie in 3 Jahren 25 bis 100 Bitcoins besitzen. Und falls der Preis auf $10.000 ansteigt, dann könnten Sie auf $250.000 oder bis zu $1 Million sitzen. Erinnern Sie sich an die Pizza? Das war eine $25-Investition, die zu $2,4 Millionen wurde. Nehmen Sie an diesem Gewinn teil. Es ist die Wahrheit und funktioniert für 100% aller BitClub-Mitglieder weltweit. Es gibt so viel mehr zu erzählen über die Bitcoin-Welt, aber die Zeit reicht nicht aus. Es gibt zahlreiche Einnahmequellen, wie zum Beispiel Bitcoin ATM, eine Bezahlungsplattform für alle Unternehmen, die Bitcoin annehmen, von denen unsere Mitglieder profitieren können. Außerdem starten wir unser eigenes Coin, die wir nur unseren Mitgliedern anbieten. Dabei versuchen wir, die Nachfrage zu erhöhen, damit der Preis mit der Zeit steigt, so wie bei Bitcoin.
Der BitClub-Netzwerk verfügt über ein großes Potenzial. Nehmen Sie daran teil.